Hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. In der letzten Folge habe ich zufällig mal ein paar Fortschritte gemacht, und zwar den Pelikan aus seiner Kiste rausgeholt mit Salz. Da hat der Fisch wohl besser geschmeckt. Wir haben die Fischreste mitgenommen aus seinem Schnabel, nachdem wir ihm den Kleiderbügel reingesteckt haben in den Schnabel. Haben mit dem Fischmesser ein paar Schuppen von dem Fisch in seinem Schnabel rausgeholt und sie dann dem Seher untergejubelt, der jetzt duscht. Und da kennen wir doch jemanden, der das ganz doll mag, wenn Leute duschen. Oha, das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja, der Spannerei. Ich kann jetzt hier raus, nach draußen. Aha. Zum Zimmer des Seers. Ah, okay. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Hier ist seine Kutte, die brauchen wir. Die Idee ist gut, aber Rufus Arme waren zu kurz. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. So ist kein Rankommen. Ja, aber an das Tarantelgas kommen wir ran, oder? Ja. Yeah. Ein übelst gruseliges Schnabeltierkissen hier. Oder Trittmatte, was auch immer. Mr. Toffee im Glas. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Wir haben hier einen Korken drin und einen Korkenzieher, also? Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Okay, abgehauen. Free Toffee. Wir haben einen Korken und ein leeres Glas. Okay. Weg hier. Ein Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Können wir da den Korken reinstecken? Aha! Jetzt ist die Leitung dicht. Hey, Gespenst. Was machst denn du hier, hm? Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Das Gespenst. Okay, er will nicht stören. Gut. Jetzt können wir die Toilettenspülung betätigen, wenn die Leitung dicht ist. Ich glaube, das wird dem duschenden Mann aber nicht gefallen. Na nun, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Nee. Das Wasser war statt heiß jetzt nur eiskalt. So, jetzt kannst du reingreifen. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, Wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Ein Klostein? Der ist blau. Nee. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Okay, wir vergiften Ursa einfach nur vollkommen. Okay, ist jetzt der Seher? Ja, der ist raus. Oh, was ist denn hier passiert? Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Wie sieht denn der aus? Kopfkissenbezug. Dieser Kopfkissen, so viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett drum. Okay, hauen wir ihm das in die Kapuze. Jetzt, wo er Haare hat, haben auch Läuse eine Funktion. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Oh,
so ein Kratzen im Hals heute. Okay. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar... Ja. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind... Oh, erspar mir das. Ja. Ich bin schon... Ich hab... Okay, was treibst du da noch gleich? Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Hm, vielleicht hast du recht. Ich... Oh. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wunder-Shampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Schon wieder. Ah, er hat diesmal nicht abgeschlossen. Ah. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft. Ja, mit der Kutte. Okay, wir können jetzt nicht mehr hier irgendwas machen, gar nichts. So, wir haben jetzt die Kutte. Wahrscheinlich müssen wir die hier irgendwie auswechseln. Kutte klauen. Ach, und damit die Wäschesekte austricksen, alles klar. Indem wir genauso aussehen wie die. Aber erstmal geben wir Bozo was zu essen. Der hat doch Hunger, der arme Mann. Oh Gott. Der wird sowas von vergiftet. Bitte schön. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ja, eigentlich nicht. Dieser Hotelfraß ist... gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich habe Fieber. Meine Fumme blau. Ja. Wie Doc am Grill-Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Na, sie nur infizieren mit irgendeinem Scheiß. Hier, bitte. Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Oh, das ging schnell. Na, Bozo, wie geht's? Hey, Bozo. Sorry, ich muss hier weg. Ich habe ihn vor einer Schüttelpockeninfektion bewahrt. Freunde tun sowas füreinander. Bist du ein Arsch. Bozos Handtuch. Mit der Kutte jetzt? Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Oberflächlich wird der Experte offenbar eine Oberfläche offenbar. Okay. Ein leeres Glas. Wofür haben wir das denn jetzt? So, wir haben jetzt sein Handtuch. Wofür auch immer. Versuchen wir jetzt erstmal die Sekte auszutricksen. Hier. Hum, hum, kumbaya, unser Anführer ist da. Petra, trulala. Psst, genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken.
Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... Was? Komme ich jetzt doch keinem Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Was? Reliquien? Was soll der Mist jetzt? Kostüm aus der Maschine holen, ja, aber... Reliquie 2, das Laken. Ah, wir haben schon 2. Handtuch und Kopfkissenbezug. Das Laken. Was denn für ein Laken jetzt? Ein Laken. Was denn für ein Laken? Rezeption nochmal. Hier irgendwo ein Laken? Eine Mutter. Ah, die können wir noch nicht rausziehen, oder? Mit dem Schlüssel bestimmt auch nicht. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Das ist ein Wichser. Okay. Nee. Oppenbot darf uns nicht sehen. Wo kriegen wir jetzt einen Laken her, verdammt nochmal? Ach, der Geist! Wo ist der denn hin? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga. Wo zur Hölle? Ah, ich beginne zu verstehen. Es ich ist nicht. Ein Spannbettlaken. Ja. Okay, damit haben wir die 3 Insignien. Oberflächlich wäre. Wo ist der Typ jetzt hin? Die Ankunft. Oh, hör mit deinem Gesinge auf, das nervt. Okay. Dann können wir jetzt die Sekte austricksen. Ich glaube, das schaffen wir noch in der Folge, hm? So. Oberfläche Experte. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Aha. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Mann. Okay. Nummer 2. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka waka waka. Halt die Klappe. Sieht aber nicht gut aus. So, Nummer 3. Loses Handtuch. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Okay. Ach, da war Titus Kostüm. Ja, es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Hey! Nicht ganz dicht, oder was? Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. What the fuck? Die Reliquie. Das ist gleich mal ein Mini-Gerät. Ein Zauberkünstler wie Rufus weiß, wie man den Waschsalon so richtig auf die Trommel haut. Die Symbole auf den Pflegehinweisschildern informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke halt machen. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig mit Cletus' Kostüm an der Wäscheausgabe landet, um das möglichst ohne ein Schleudertrauma davon zu tragen. Oh Mann. Hier, okay. What the hell? Okay.
Springen? Nee, das wollen wir mal noch nicht. Hä? Was zur Hölle? Okay. Wähle die Reliquie. Ach, okay. Cletus Klamotten und das... Alles klar. Oh, oh. So ganz kapiere ich das Rätsel noch nicht, aber... Wir sind jetzt hier drin. Dort ist das drin. Da haben wir das Handtuch. Und das Klamotten. Jetzt ist er da unten. Uiuiui. Super! Oder auch nicht. Rufus. Laken, Handtuch, Kopfkissen dazu. Ah, hier ist jetzt das Teil drin. Ah, okay, hat doch nicht geklappt. Shit! Wähle die Reliquie! Uiuiuiui. Also wir müssen praktisch gleichzeitig mit Cletus Kostüm hier rauskommen. Aber... dafür immer die Reliquien nehmen oder das... nehmen, was hier verlangt wird. Boah, also okay. Ich mache jetzt erstmal den Cut und versuche in der nächsten Folge hier dieses Rätsel zu lösen. Also, bis dahin. Tata!